Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Biomutant. Wir haben leider immer noch einen Delay im Sound. Ich habe das Spiel neu gestartet, ich habe alles angeguckt. Es geht aber nicht weg. Hier. Das Spiel ist einfach völlig am Arsch. Was willst du machen, ne? Bringen wir es einfach hinter uns für heute. Vielleicht braucht meine PlayStation nochmal ein paar Tage Ruhe. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dreht sie mir ein bisschen zu fest durch. Und in diesem Fall, ja, es tut mir leid, ich kann es leider nicht ändern, ne? Ich meine, die Frame Drops, der Delay im Sound, das ist alles nicht meine Schuld. Das ist die Schuld vom Spiel. Ich kann es leider nicht ändern und ich bin es auch leid, mir den Einstellungen und den Problemen dieses Spiels Gedanken zu machen. Ne? Ich meine, es kommen andere Projekte, dort wird es besser sein. Vielleicht liegt es ja tatsächlich an der PlayStation, keine Ahnung. Ich probiere generell bald eine, irgendwie an der PlayStation 5 zu kommen. Eine Bruchbude. Mit sowas wurde früher Handel betrieben. Stell dir vor, ein. Ja, sag mir lieber, wo die Monster sind. Hier. Verpiss euch. Komm weg mit dir, Ungeziefer. Du auch. Weg. Komm, mach mal ein bisschen deinen Brutzel da. So, da ist noch einer. In der Luft oben. Er weckt. Ah, und tschüss. Was haben wir hier denn so? Ah, der letzte Blinkblong. Die beiden Spanner müssen gleich eingestellt sein. Einen Knopf muss ich drücken. Einen Knopf. Das klang tastisch. Du hast super Ahnung vom Zupfen. Ich weiß. Danke. Dann, oh, eine überragende Beute ist hier irgendwo noch. Sicher hier oben. Hier? Hallo? Ja! Abgenutzte Tunika mit Armschienen. Und tschüss. Reich abgeschlossen. Sexy. Dann hier, Kleidernässer. Auch der fünfte von fünf. Total. Haben wir zwei Nebenquests in 2 Minuten. Oder sagen wir 4 Minuten. Abgeschlossen. Ist doch geil. Außer es kommen jetzt nochmal Monster. Die nee, aber Gegner generell. Batz! Junge, verpiss dich. Mach mal hier. Kraftschub. Mach kaputt, die Kollegen. Kannst du das Ding da nicht explodieren lassen? Nee, geht nicht. Okay. Hello? Ey! Zum Abhauen hier. Das ist dein scheiß Problem, hä? Der nächste bitte, ja. Ah, da sind wir hier im Zirkus oder was? Zirkus Biomutanti oder was? Komm, mach hier den. Was ist das schon? Ah, eine Waschmaschine. Du musst okay. Die Räder aufeinander abstimmen. Easy. Easy. Einfach nur raus. Easy. Easy peasy. Ja, eine Supermündung habe ich hier bekommen. Oh ne, das ist der Kleidernesser. Ah, das ist eine Waffe. Ja, tschüss. was ist hier noch? Überragende Beute. Hier drin? Nein? Wo denn? Hier draußen? Wo habt ihr die Beute? Ah, guck mal, hier drin. Ja, wunderbar. Wunderbar ist das doch. Da ist Stein alt. Komm, wir machen die 3 Quests hier noch. Finde und heile die Nono-Wurzeln. Genau hier, Seil. Oh, die Seilrutschen für Kiesel haben wir noch 0 von 3. Ach, ey, was ist hier wieder? Befreie den kleinen Gargantua. Ja, komm, machen wir schnell. Das machen wir schnell mit dem Gargantua. Was auch immer das ist. I have no idea what this is. Wirklich keine Ahnung. Kein Dunst. Kein Dunst habe ich. Finden wir es raus, was der Kollege Gargantua ist. Wie weit ist er denn entfernt? Ja,
150 Meter. Das haben wir schnell hinter uns. Klippergleiter. Und los geht's. Hier haben wir die Insel schon. Wunderbar. Wo sind die Gegner? Oh, hier war ich schon. Die habe ich schon besiegt, ha? Ja, dann spazieren wir doch einfach mal rein. Niemand hier? Sehr schön. Was ist hier noch? Ah, hier war ich schon. Gargantua. Oh, ein Fisch. Oder ein Haifisch oder irgend so. Du musst diesen Knoterich lösen, um den Klang Gargantua zu befreien. Ja, ja, kein Problem. Machen wir doch. Du hast den Knoterich entknotet. Ja. Lauf, kleiner Gargantua. Du bist frei. Lauf? Sag mal, hast du sie noch alle? Das heißt schwimmen. So, und jetzt will er, dass ich ihn streichle oder was. Spiele mit dem kleinen Gargantua. Aha. Ja, dann spielen wir doch mit dem Kollegen hier. Hey, du. Hey, hey. Oh Gott. Okay. Ja, lass mich wieder runterkommen. Oh shit. Wo bin ich hier gelandet? Ich weiß es nicht. Aber es ist gut, ein paar Gegner. Immer gut. Verpiss dich. Du auch, komm. Und du noch. Hopp, hopp. So ist's brav. Nächste Quest. Komm. Direkt weitermachen. Hier. Die erste Seilrutsche für Kiesel. Da müssen wir vorwärts machen bei dieser Quest. Da müssen wir vorwärts machen. Nee. Also, drei Seilrutschen. Warum kann er den Scheiß eigentlich nicht selber suchen gehen? Warum kann ich hier meine Zniege oder meinen Hirsch oder Elch nicht rufen? Hier, geht doch. Wo ist euer Problem? Heieieiei. Na komm. Und ja, scheiß aufs Totem. Ich brauche das Zeug, sehe ich nicht mehr. Da die Ruhe da drüben. Die Materialien. Weil ich werde an meiner Ausrüstung, bis ich das Spiel beendet habe, nichts mehr ändern. Warum sollte ich? Geröllbruch, ja, super. Nein! Komm, spring. Da oben ist die Seilrutsche. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ja, perfekt. Weiß es nicht. Weiß nicht, wie ich da hochkomme. Oh, der. Ja, tschüss. Aha. I think I have rausgefunden. Kann ich hier hoch? Komm schon, mach das bitte für mich. Ja, du bist einfach klasse. Kann ich hier? Aha. Komm schon. Das ist sehr gut. Wunderbar machst du das. Ja, so habe ich das gerne. Ah. Interagieren. Oh. Ja, super. Und jetzt? Muss aber hier runtergehen und gucken, ob das Ding nicht an den Arsch geht. Ja. Das war die Quest. Runterrutschen. Okay, dann ab zum Drückplonk. Da haben wir noch zwei Stück, die wir übrig haben. Also wird das leider nicht der letzte sein. Wo bist du, Kleines? Ja, super, am Versaufen. Gratulation dazu. Du blödes Eichhörnchen. Herzliche Gratulation. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Riesengebiet hinter. Ja, tatsächlich kommt ein großes Gebiet.
Und dann noch ein radioaktives. Oh, hier war ich aber schon mal. Nee, ist nicht so groß. Nur eine überragende Beute und das, der drückt long. Beruhig dich mal hier! Meine Güte! Ich hab gesagt, beruhigen! Komm her! Du kleiner Ficker, du! Kannst du jetzt bitte... nur eine Gesundheitsinjektion hier fressen. Eieieiei, du. Und das alles nur für den Drückblonk. Und eine Beute, die ich nicht brauche. Ist sie hier drin? Nein. Das kann ich trotzdem verschrotten. Hier ist der Drückblonk, beziehungsweise... Töne müssen harmonisch klingen. Ah, shit. Ja, da haben wir es doch. Easy peasy. Musik für alle Ohren. Ja, schön. Und die Beute ist wo? Vielleicht hier oben? Vielleicht hier? Ja! Glühkiste. Okay, guck mal, gehen wir mal ins Inventar. Da war ich jetzt schon lange nicht mehr. Das können wir alles wegmachen. Herstellen, guck mal jetzt. Können wir hier irgendwas machen? Der Blinkblonk kann weg und der Grottenblocker kann auch weg. Weil den Quatsch, den brauche ich nicht. So. Kann ich hier was verändern? Hier habe ich ja den wunderbaren Klingeling. Ne, ich kann hier tatsächlich nichts verändern. Okay, und beim Fernkampf. Griff, der gar nichts ist. Basistyp kann weg. Magazin ist auch Quatsch. Die Glühkiste ist auch Quatsch. Und der Moskintosk ist auch Quatsch. Ja, also nichts Neues. Der letzte Drückblonk. Ja, der sitzt wieder da oben. Perfekt. Gehen wir mal hier zu den Nono-Wurzeln. Machen wir schnell eine Schnellreise. So. Ich will trotzdem gucken, ob ich das irgendwie machen kann. Irgendwie. Mal gucken. Looky. Sind da nur 150 Meter und sonst reise ich ans nächste Ort und dann machen wir die nächste Quest. Was ist denn hier los? Komm mal her. Töten. Weg mit dem Schlawiner. Du auch. Töten. Wir sind so ein bisschen böse am Ende des Spiels. 62 Meter. Wo geht's denn hier rein in die Höhle? Aber ich glaube, das ist tatsächlich nach dem letzten... Ja, es ist auf der anderen Seite des Berges. Nee, da. Guck mal. Aha. Ja, der Delay ist immer noch da. Klasse. Danke für nichts. Nono Brutnest. Okay. Kann ich, aber das wird eh nicht gehen, oder? Finde den Nono. Ach doch. Schau mal, 250 Meter. Dann holen wir uns diesen kleinen Kollegen. Ah, ist er nicht weit weg. Den müssen wir ja nur schnell finden. Zurück zur... Oh. Okay. Das ist neu. Das ist definitiv neu. Ha. Ja. Ah, ich muss hier draufschlagen, stimmt. Hallo? Hallo? Ah, guck mal, da ist er. Kehre zur Wurzel zurück. Komm her, reiten. Die Frame Drops sind tiefer als sonst. Dafür haben wir jetzt ein Delay. Ein Problem ist weg. Und das andere ist dafür gekommen. Geil, oder? Ich brauche endlich eine PlayStation 5. Fertig, Schluss. Geht nicht anders. Ich habe zwar schon eine Next-Gen Xbox, aber Next-Gen PlayStation wäre halt auch geil. Okay, die letzte Wurzel. Wunderbar.
Ha, darum, wegen den Wurzeln macht das so. Okay. Interesting. Aber sieht schön aus. Dann machen wir den Rückblonk, den letzten, machen wir auch noch schnell. Da gehen wir, gehen mal zum Außenposten. Vielleicht kann ich da irgendwie einen großen Teil runterfliegen oder irgend sowas. Das ist jetzt so meine Hoffnung. Ob's klappt, ist die andere Sache. Das müssen wir rausfinden. Zurück zu den Wurzeln. Ne, das haben wir jetzt abgeschlossen. Suche die Drückblonks. Das ist jetzt das Ziel. Ja, 400 Meter ist er. Ach, lecken. Lass mich in Ruhe. Lass mich einfach wegfliegen hier. Guck mal. So habe ich mir das vorgestellt. Aber ich habe ein bisschen mehr gehofft. Aber okay. Ist okay. Komm, hier können wir drauf. Ey! Ach, ich kann da... Scheiße. Ich dachte, ich kann, wenn ich einen gezähmt habe, kann ich auf jeden drauf springen und jeden besteigen. Schaut nicht so aus. Naja. So ist das Leben, ha? Kavria haben wir abgeschlossen. Das ist wunderbar. Da bei diesem kleinen Hütchen sollte der letzte Drückblock sein. Was haben wir denn hier? Die Bruchbude. Und ohne den drohenden Weltuntergang könntest du dich hier gemütlich einrichten. Ja, das ist, ja, wird sicher gemütlich hier. Danke für den Tipp. Die Töne müssen harmonisch klingen. Hier hast du deine Harmonie. Hoffe, du bist zufrieden. Musik für alle Ohren. Ja, da haben wir einen Drückplonk bekommen. Den brauche ich aber nicht. Seilrutschen für Kiesel gesichert. Nee, das ist sicher nicht das, was am nächsten hier ist. Nee. Nee, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das sah unten wieder eine fucking Quest offen. Wir haben jetzt alle restlichen Quests schön ganz im Norden oben. Und das bleibt auch so. Das bleibt so. Ohne Wenn und Aber. Aber sowas von ohne Wenn und Aber. Heieieiei. Kann da wohl nicht sein hier. Das kann doch wohl jetzt echt nicht sein hier. Komm, lad! 200 Meter. Easy. Der Mercadorpus Außenposten. Eine Festung des Jagni-Stamms. Was des Jagni-Stamms? Bin's du? Gehört mir der Lachs hier? Hab ich alles alleine gemacht? Jagni-Stamm. Der existiert nicht mehr. Gib nur noch den Myriad-Stamm, den glorreichen. Aha. Warte mal. Moment. Geh mal runter hier. So ist brav. Hoch. Und ausprobieren. Wunderbar. Und der letzte ist noch 2,2 Kilometer entfernt. Komm, den machen wir doch schnell. Ja, da müssen wir nicht weit laufen. Sehr gut. Schnell reisen. Zack, zack, muss das gehen. Komm. Ich hab gesagt, zack, zack, muss das gehen, Spiel. Meine Güte, meine Güte. Ah. Nochmal 200 Meter. Easy. Machen wir ganz kurz. Und dann gehen wir noch schnell zu Kiesel zurück. Dann ist der glücklich. Und will dann wahrscheinlich auch einen Platz in unserer Arche haben. Kriegt der aber nicht. Warum? Einfach, weil ich's kann. Komm, komm. Ja. So ist brav. Sprich mit Kiesel. Nochmal 2,2 Kilometer. Wir waren heute länger im Loading Screen als im Spiel selber.
Hat er einen... Nee, der hat nicht mal... Er hat nicht mal einen Wegweiser bei sich für die Schnellreise. Was bist du denn für ein NPC? Ein schlechter! Ein ganz, ganz schlechter. Und dann die Ladezeiten. Eieieiei, du. Giesel, I am coming for you. I'm coming for you. Bitte hab keine Quest mehr für mich, okay? Jetzt fangt das Ding ein hier. Ah. Giesel. Na komm, ich lass ihn auf die Arche. Giesel ist dankbar. Ja, du kannst jetzt glücklich bis an dein Lebensende. Ich kann fliegen, wohin ich will. Hier bietet sich die Gelegenheit. Ja, kannst sein haben. Aber du endlich sind. Haltet eure Schnauze, ihr blöden Geister. Ich kann nicht glauben, dass ja, Raksha. Kiesels Belohnung, finde einen Weg zum Nest. Dann klettern wir doch einfach mal hoch. Dann klettern wir doch einfach hoch. So. Nach drüben. Komm, komm. Dann geht's hier hoch. Also wenn das jetzt nicht eine krasse Belohnung wird, dann bin ich enttäuscht. Dann bin ich enttäuscht. Gelange zum Nest. Nochmal 43 Meter nach oben. Willst du mich eigentlich verarschen? Wo ist hier das Ding zum Festhalten? Ah, da. Ich hoffe, es ist hier irgendwas. Ja, hoch mit dir, komm. Ja, und jetzt... Ach du heilige Scheiße. Was hast du denn da versteckt, ey? Ach, Kiesel. Was ist das denn? Eine Fledermaus. Oh, wow. Ich kann ja tatsächlich fliegen. Wow. Okay. Ja. Ist geil. Wie aktiviere ich denn den Kollegen? Guck mal hier, Flederfliege und der Gargantua auch. Flederfliege, was ist denn? Komm. Ach, guck mal, der kommt da einfach hierher. Oh, geil. So. Okay. Okay, now we're talking. Das ist doch mal nice. Ich würde mal sagen, wir gehen beim nächsten Mal schnell zu Steinalt, um mit ihm zu reden. Für heute reicht's erstmal. Ich bedanke mich beim Zuschauen und wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.